und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Runaway Teen Challenge. Wir sind wieder bei Emma. Wir waren tatsächlich relativ lange nicht mehr bei Emma und sie malt gerade Fifi. Fifi ist nämlich hier gerade am Fressen. Emma ist gerade aufgestanden, war eben Pipi und einmal baden und malt jetzt unseren Fifi-Hund. Und ich habe Kommentare gekriegt. Ich habe einige Kommentare gekriegt. Ich glaube 63 Kommentare. Und wow, erstmal danke für diese ganzen Kommentare und Ideen und Vorschläge. Das ist... Wow. Da waren ein paar Sachen einfach zur Hunderasse. Dazu komme ich aber gleich. Und den Kommentar, auf den ich gerade anspiele, ich soll hier nochmal ein bisschen was ändern. Zum Beispiel soll ich die Küche und das Badezimmer switchen. Kann ich das bitte da rausstellen? Danke. Das heißt, wir tauschen das hier einmal um. Spiegel hatten wir hier nicht, okay. Das mache ich dann mal eben im Schnellverfahren. So, dann habe ich das hier einmal eben geswitcht. Und bevor ich hier noch was mache, das muss ich leider auch gerade verkaufen. Es wurde sich die Insellebentheken gewünscht. Das heißt, wir gucken hier einmal eben zu den Insellebentheken. Das sind diese hier. Oh, dann passen die ja farblich gar nicht mehr hier rein. Doch, wenn wir die nehmen, passt das. Oh, die passen wunderschön hier rein. Das war eine gute Idee. Tada! Das ist süß. Es war auch die nähere Auswahl, die Elternfreudentheke, diese hier. Finde ich auch super schön. Die liebe ich. Das ist mal eine meiner absoluten Lieblingsküchen. Deswegen wollte ich auch unbedingt den Kühlschrank. Und ja, aber so passt das ganz gut. Wir hatten auch noch weitere Abstimmungen. Und zwar hatte ich gefragt, ob wir die Einrichtung des Hauses eher rustikal halten oder wollen wir Sachen aus dem Tiny Houses Pack benutzen. Ihr wolltet das lieber rustikal und ihr wolltet, dass wir die Größe des Hauses so belassen. Weil über 100 Fliesen dürfen wir leider nicht rausgehen. Und ja, da komme ich direkt zu einem anderen Thema. Und zwar... es wurde sich gewünscht, dass Emma ein Baby bekommt, obwohl sie noch ein Teenager ist. Allerdings, wir haben überhaupt keinen Platz für ein Baby. Wir haben kein Kinderzimmer. Von daher ist das ein bisschen schwierig. Und ich sollte hier das offener gestalten und die Wand zur Treppe wegnehmen. Aber dann hat man hier so was mitten im Raum und dann habe ich... verlieren wir hier halt die Wand, wo wir hier Sachen dran packen können. Und den Kamin, das fände ich sehr, sehr schade. Und deswegen lasse ich das, glaube ich, erstmal so. Ja, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal getauscht. Von daher bin ich damit schon mal ganz zufrieden. Dann können wir hier die Wände einmal runter machen. Och, ihr seid so lieb zueinander. Ich höre Emma schon wieder motzen. Debattieren. Warum willst du immer debattieren üben? Du bist total engagiert. Wirklich, das ist unglaublich. Und ihr habt dafür gestimmt, dass wir nach Silverdorada reisen. Und gerade jetzt bist du wählerisch beim Essen. Ist das dein Ernst? Bei den Hunden wart ihr euch tatsächlich nicht einig. Deswegen, wie machen wir das? Ich glaube, ich packe ein paar Hunderassen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt, oben rechts in die Abstimmung. Dann könnt ihr nochmal per Abstimmung für eine Hunderasse euch entscheiden. Und ich finde es super, dass ihr gewählt habt, dass Emma nach Silverdorada reisen darf. Kaguna? Kaguna? Das finde ich schön, dass du das machst. Aber es wurde sich auch noch gewünscht, dass wir die Merkmale von Emma eben ändern. Und das machen wir eben. Aber dafür muss ich, glaube ich, den Cheat erstmal eingeben. Und da sind wir schon. Und zwar passen ja paranoid und kleptomanisch nicht mehr so. Stand auch in den Kommentaren. Und es kamen ein paar Vorschläge wie fröhlich, liebt die Natur. Genau. Hundefreundin, Katzenfreundin. Passt alles super zu ihr. Ordentlich kam noch. Ich bin unsicher. Also ich würde auf jeden Fall fröhlich schon mal geben. Das passt richtig gut. Zu dem Betrieb passt natürlich auch Hundefreunde, aber die Zuneigung hat sie eh schon. Von daher würde ich das erstmal lassen. Und vielleicht einfach lieb die Natur nehmen. Diese Sims können, anderen Sims gegenüber von der Natur schwärmen und sind glücklich, wenn sie draußen sind. So. Ich glaube, weitere Sachen hatten wir nicht, aber wir können Emma noch ein zweites Outfit geben. Und zwar ein Dschungel-Outfit. So, ich habe mich jetzt für das Outfit entschieden. Das finde ich ganz süß.
Und wollen wir dir noch so einen Indiana Jones Hut geben? Das fände ich irgendwie total cool. Hier sowas. Das passt sogar. Das ist cool. Oh, das ist super cool. Guck mal, dann kriegst du sowas Helles, wobei das ein bisschen zu türkis ist für meinen Geschmack. Aber andere Mützen hatten wir nicht. Doch die hier, aber die ist doof. Die finde ich doof. Okay, dann. Oder lassen wir die weg? Lassen wir die weg? Lassen wir weg, ne? Guck mal, so kannst du schon rausgehen. Das passt schon. Und dann können wir nämlich Simon einfach mal einladen. Wie machen wir das? Oh, oh, natürlich ruft jetzt der Rektor an. Dann muss ich das leider noch einmal abwarten. Und apropos Schule? Oh, alles gut, Olive. Du kriegst deine Aufmerksamkeit. Hier, hör mal auf, mit den Pflanzen zu reden und kümmere dich um deine Katze. Hier, gib mal ein Leckerchen. Emma kann dann nach dem Urlaub, wenn sie aus Salvadorada wieder zurück ist, auch wieder zur Schule gehen. Das wurde sich nämlich auch gewünscht, dass sie dann auch fit ist für die Uni, weil sie hat noch 28 Tage. Und dann geht sie irgendwie so 20 Tage vorher, so 2 Schulwochen vorher dann wieder zur Schule. Und ich denke, dann ist sie auch so weit, dass sie auch eine gute Uni kriegt. Ach süß. Können wir jetzt bitte Urlaub nehmen? Nee, wir fahren ohne die Tiere, weil ich weiß nämlich, dass es denen immer sehr, sehr schlecht geht, wenn wir die in den Urlaub mitnehmen, weil das dafür nicht ausgelegt ist. Aber ich will doch mein romantisches Interesse? Wo ist denn Simon? Er ist doch hier. Einladen? Ich würde doch gerne mit ihm in Urlaub fahren. Oh Gott, ich dachte schon, der ist jetzt irgendwie gestorben oder so. Das wäre voll dramatisch gewesen. Guck mal, Simon ist doch hier. Können wir dann jetzt bitte in den Urlaub fahren? Urlaub nehmen. Warum können wir mit ihm nicht in den Urlaub fahren? Okay, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Auf jeden Fall erstmal schon mal Hals küssen. Rumschmusen. Auf jeden Fall. Und... Och, ihr seid so, so, so süß. Es wurde auch echt gefeiert, dass ihr beiden jetzt ein Pärchen seid. So, können wir dir jetzt sagen, hier möchtest du bitte unser WG-Mitglied sein oder so? Aber ich dachte, wir brauchen wir extra ein... Nochmal ein separates Bett, kann das sein? Ich meine, wir können ja auch einfach fragen, ob er bei uns einziehen will. Also jedenfalls so lange, wie wir... viel Spaß. Wie wir jetzt im Urlaub sind, dass wir ihn auch steuern können. Aber das ist ja schon komisch. Ich würde furchtbar gerne Urlaub nehmen. Okay, ich denke mal, ich... zur Familie hinzufügen. So, zack. Wir können ihn ja notfalls auch wieder rausschmeißen. Wenn ihr da so komplett dagegen seid. Aber ich füge ihn jetzt einfach erstmal hinzu, dass wir zusammen in Urlaub jetzt reisen. Was ist Susa? Um Rat gebeten werden. Dein Ernst, Emma? Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Sei einfach weiter nett. Du schläfst jetzt mit deinem Erziehungsberechtigten oder was ist da los? Ja, genau. Ihr. Nein, Emma. Nein. Warum kannst du keinen Urlaub nehmen? Simon kann das nicht tun, wenn er für Universitätskurse angemeldet ist. Nee. Deswegen konnten wir ihn nicht mitnehmen. Du hast immer noch 5 Semestertage. Kannst du das einfach abbrechen oder so? Ich meine, du kannst dich ja dann... Hier, Studium abbrechen. Du kannst dich doch danach noch weiter einschreiben. Soll Simon das Studium an der Universität abbrechen, dann Fortschritt in seinem Studienfach wird gelöscht und er kann sich 5 Tage lang nicht mehr für Kurse anmelden. Ja, machen wir. Okay, das heißt, jetzt ist alles weg und jetzt muss alles aber von vorne machen, ja? Simon hat sein Universität von Brightchester zum Studium abgebrochen. Er kann sich die nächsten 5 Tage für keine Universität einschreiben. Okay, aber ist nicht schlimm, er wird ja trotzdem Lehrer. Mit Emma plaudern. Was ist mit euch hier unten los? Ihr vertragt euch, ja? Wollen wir dir dann auch noch eben ein Dschungeloutfit geben? Komm, das machen wir. So, er hat wohl uns jetzt auch sein Dschungeloutfit gekriegt. Und willst du jetzt Wasser trinken?
Nee, Hände waschen. Ach so, sorry. Sorry, Entschuldigung, das war wichtig. Du kannst mal das Katzenklo säubern. Und dann ziehst du dich mal bitte um, weil ich möchte natürlich, dass ihr jetzt auch in eurem Dschungel-Outfit rumläuft. Das war nix, Simon. Das war nix. Das ist das aktuelle Outfit? Nee, du trägst doch was anderes gerade. Hä? Okay. Aber wir machen jetzt Urlaub. Wir machen jetzt Urlaub. Und Olive und Fifi bleiben hier. Wir machen ein Pärchenurlaub. Wir können dann nur kein Geld verdienen, aber vielleicht kriegen wir ja die Archäologiefähigkeit. Der ist ja schon gar nicht mal so verkehrt. So, wir wollen natürlich nach Selvadorada. Und wir müssen irgendwas Günstiges holen. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Das Einschlafzimmer. Hier sind drei. Auweia. Okay. Das sind acht. Oh, das ist alles so teuer. Oh, da müsste doch bestimmt ein Doppelbett drin stehen, oder? Dann nehmen wir hier das Günstige hier unten. Dann wohnen wir hier direkt beim Markt. Und wir können ja mal sagen, wir sind, ich glaube, jetzt war Freitag. Drei Tage. Drei Tage, zwei Tage. Wir können ja erstmal sagen, zwei Tage und notfalls können wir noch einen Tag verlängern. Wir sind in Selvadorada. Und er hat sein richtiges Outfit schon an. Du aber noch nicht. Als Pflegekind adoptieren. Oh, das ist so seltsam. Das ist so, so seltsam. Das tut sowas nie wieder. Emma, schau mal. Du kannst hier sogar graben. Oh, das ist voll süß hier. Ich erinnere mich hier dran. Hier war ich schon mal. In dem Haus. Das ist... Oh, das ist so, 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 so super süß. Willkommen im Dschungel, Simon. Im Rahmen deines Mietpakets wurden praktische Abenteurerausrüstung zu deinem Inventar hinzugefügt. Wenn du den Dschungel von Belomisia erkunden möchtest, solltest du auf dem Marktplatz von Puerto La Marte noch mehr Ausrüstung kaufen. Okay, ich bin furchtbar am Vorlesen. Es ist auch gleich 2 Uhr nachts, also seht es mir bitte nach, wenn meine Buchstaben... Wenn die Buchstaben vor meinen Augen ein bisschen verschwimmen, mehr als sonst gedrückt werden. Och Gott. Seid ihr süß. Seid ihr einfach süß. Du bist fit, du bist fit. Okay. Ja, jetzt hätten wir dein Zelt nochmal gebrauchen können, oder? Was haben wir hier jetzt noch gekriegt? Das sind einfach nur so normale Sachen und du hast jetzt noch ein Ausrüsterkit gekriegt. Alles klar. Wollen wir dann mal eben runter zum Markt? Guck mal, der ist doch hier unten. Jetzt sind wir zur Bar gereist und haben Emma vergessen. Emma auf und hierher bringen, bitte. Danke. Hier, Emma, möchtest du ein bisschen tanzen? Die Musik ist cool. Wir waren doch mit Kyle mal hier. Da haben wir, glaube ich, hier gesessen. Anzünden? Ja, das darfst du von mir aus auch ruhig machen. Aber dann kannst du hier mal am Markt was kaufen. Wow, hier ist ja nicht viel los. Hallo? Stadt abräumen. Wir würden gern was kaufen. Bist du der Verkäufer hier? Hallo? Was hast du jetzt gemacht? Auf Getränk warten. Natürlich. Dein Ernst? Oh, wir können jetzt was kaufen. 120. Also ein paar Sachen brauchen wir halt leider. Das brauchen wir leider. Los, Simon. Und sie tanzt hier. Oh, wie schön. Die Musik ist so cool. So, keine Sorgen, wir müssen uns nicht um die Tiere kümmern. So richtig schön entspannt. Willst du mal einmal zum Tanzen einladen? Fröhlich vorstellen. Hey, Tana zum Tanzen einladen. Gucke mal. Du hast dich so entwickelt, Emma. Das ist unglaublich. Das ist so, so, so schön. Du kriegst hier doch bestimmt auch hier die salvadorianische Fähigkeit irgendwie. Die kriegst du doch auch, wenn du hier was isst, richtig? Hier, bestell mal Essen. Was wollen wir denn da? Wir nehmen mal hier so ein Ding.
Das gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie rankriegen, oder? Ja, reicht schon. Du hast die Sachen gekauft? Plaudern. Du sollst die Sachen kaufen. Warum hörst du nicht auf mich, Simon? Das ist kein guter Start von uns beiden. Oh, da ist eine Katze. Cashew. Oh Gott, du kannst die Blume hier auch noch kaufen. Oh, bist du süß. Es kam auch die Idee, dass wir Hunde und Katzen züchten, aber dann haben wir überhaupt keinen Platz mehr im Haushalt und das können wir nicht machen, weil wir haben ja nur 8 und deswegen möchte ich die Haushaltsgröße nicht erhöhen. Kyle schon wieder. Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Sollen wir hingehen? Nein. Ih, das war ekelhaft, verwählerisch beim Essen ist. Ach, Emma. Jetzt ist es halt auch einfach. Du bist müde. Und am nächsten Tag gehen wir in den Dschungel. Oh, die armen Tiere. Die armen Tiere. Penny, vielleicht finden wir hier einen Hund für Fifi. Dann müssen wir keinen erstellen. Oh, ich habe total vergessen, dass hier auch Tiere rumlaufen. Oh, das ist ja voll traurig. Mal schauen, ob wir hier was finden. Was wir hier schon aus... Hier läuft ein Kind rum? Alleine? Dylan? Hat jemand sein Kind verloren? Hallo? Oh, wie schön das hier ist. Da unten angelt jemand. Hallo? Oh, es ist so cool hier. Aber ich finde nichts zum Buddeln. Ich dachte, wir könnten hier schon mal ein bisschen was machen. Nee, okay. Na komm, reisen wir mal wieder zurück. Damit du hier morgen fit bist. Und da sind wir wieder. Och, Emma. Guck mal, dein Freund muntert dich mal auf. Von liebsten sozialen Medien schwärmen. Guck mal, jetzt bist du schon wieder glücklich, weil du draußen bist. Lustig. Klopf, Klopfwitz. Respekt zeigen. Oh, guck mal, dann könnt ihr hier noch ein bisschen... in der Dusche rumschmusen. Ja, das ist schön. Ach, süß. Ach, süß. Und dann kann sie nämlich auch gleich schlafen. Er kann sich auch noch ein bisschen ausruhen. Und dann geht's morgen frischen Werkes in den Dschungel. Emma kriegt ja auch eine Machete. Und so eine Blume. So. Das schaffen wir. Leute. Was ist denn da los? Bewältigender Geschmack wegen der salvadoranischen Küche. Ach so. Dann kam Emma pieseln und... Ja, könnte auch nochmal einen Tüchel möchte machen. Warum nicht? Du bist doch gar nicht so müde. Das heißt, du darfst gleich noch für Frühstück sorgen. Und das dann auch gleich noch pieseln. Das ist Urlaub, das müsst ihr richtig aussetzen. Und ihr pieselt sogar voreinander. Das sind Relationship Goals. Möchtest du nochmal mit mir techtelmechteln? Oh ja, ab ins Bett. Und ihr habt sogar einen Partnerlook, was die Hosen angeht. Und wir müssen unbedingt mit dir mehr essen, Emma. Was hältst du davon, wenn er... einfach gleich mal einen Kuchen backt, dann gibt es Kuchen zum Frühstück. Das kannst du nämlich ganz gut vertragen. Gibt's nicht? Steht kein Ofen zur Verfügung? Im Ernst? Wir können jetzt nur Salat essen? Das gibt's doch nicht. Okay, dann gibt's nur Salat. So, und danach darfst du auch nochmal pieseln und Emma darf jetzt ein bisschen schlafen, weil die ist wirklich sehr, sehr müde. So. Simon hat jetzt gekocht, war eben im Bad und jetzt schlafen die beiden hier ganz friedlich. Und sie ist kokett. Er auch. Oh, die verfehlen sich ja immer mit den Händen. Das ist ja traurig. Ach, so ein süßes Pärchen. So, guten Morgen, Emma. Du darfst dir einmal Reste nehmen. Und dann Du bist eh nicht schwanger, da brauchen wir überhaupt keinen Test machen. Und dann gehen wir gleich los. Ab in den Dschungel. Oh! Simon hat unerwartet Besuch bekommen von Spinnen.
Das habe ich jetzt fast verpasst. Was ist jetzt hier? Flirten. Ach Gott. Ihr seid süß. Ihr seid echt süß. Sie ist hier noch in der Küche und isst ihren Salat. Susso? Was süß. Komm, wir wollen los. Wir wollen los. Willst du das ja mal eben graben, wo alles, was in deinem Inventar ist, gehört uns dann jetzt auch auf einmal auch, weil wir sind ja jetzt ganz spontan zusammengezogen. Und dann geht's auf in den Dschungel. Und da sind wir auch schon. Oh, es wird so cool, es wird so cool. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Schaut mal, hier ist der Eingang. Ja, brauchen wir nicht. Weg mit Machete freimachen. Hier. Du darfst gerne vorgehen, Simon. Wir wollen den Dschungel erkunden. Sie ist voll ungeduldig. Ich hätte überhaupt keinen Bock hier. Sie wäre lieber in die Großstadt gefahren. Oh, das sieht schon cool aus. Und sie blubbert ihn von der Seite an. Simon, aber nicht vergessen, dass du hier eigentlich eher die Ranken kaputt hauen wolltest, ja? Wir wollen in den Dschungel. Ist ja warm. Hör auf zu quatschen, du kannst ihm helfen. Emma, du kannst ihm ruhig helfen. Ach so, das geht nicht gleichzeitig. Das ist schade, aber er hat es gleich geschafft, oder? Und das nächste darfst du freimachen. Los, Simon, wir glauben an dich. Yay! Simon? In die Wolken schauen? Emma. Simon. Verlassenes Camp. Simon bahnt sich einen Weg durch den dichten Urwald, als er plötzlich auf ein abgelegenes Camp stößt. Er scheint niemand in der Nähe zu sein, aber er ist sich nicht sicher, ob es wirklich verlassen ist. Soll Simon sich umsehen? Leise umsehen wäre cool. Höhere Fitness führt zu besseren Ergebnissen. Okay. Leise umsehen. Eine wilde Jagd. Simon schleicht durch das Camp. Er sieht ziemlich verlassen aus und er kann niemanden entdecken. Er erspäht ein Artefakt, das auf dem Boden liegt und beschließt, es mitzunehmen. Als er das Camp gerade verlassen will, stürzt ein Sim mit wildem Blick auf ihn zu und verfolgt ihn eine Weile durch den Dschungel. Oh weh. Das heißt, oh, du hast was gekriegt. Artefaktförmiger Dreckklumpen. Alles klar, das klingt jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht wirst du auch einfach Dschungelforscher. Simon? Oh, das ist cool. Das ist cool. Oh, Leute, guckt euch das bitte an. Guckt euch das bitte an. Das können wir hier alles erkunden. Da hinten und hier und... Oh, das ist so, so, so cool. Man spielt dieses Pack irgendwie so, so selten. Oh, allein das ist so wahnsinnig hübsch. Aber ich würde sagen, wir haben den Dschungel jetzt betreten. Wir haben vieles jetzt vorbereitet und wir holen jetzt Emma hier aber nochmal hierher. Emma, kommst du mit hierher? Dankeschön. Und dann verschieben wir das auf die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und drückt den beiden die Daumen, dass sie hier heil durch den Dschungel kommen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.